So, und damit willkommen zurück zu Mega Man Zero. Was geht bei euch denn so? Nochmal kurz zum Übergang vom letzten Part zu diesem Part. Ich habe übrigens offscreen ein paar Metalle gesammelt, damit ich die Elfen, die ich da eingesammelt habe, entsprechend leveln kann. Und die funktionieren nach dem Prinzip, dass man sie halt auch wie die anderen ausrüstet und konsumiert. Und das, ich hatte zwei Stück, die halt meine Lebensenergie hochgepullt haben. Und einen noch, der zusätzlich meine Verteidigung gestärkt hat. Und somit habe ich halt nur halben Schaden genommen. Von dem Schaden, die halt die Gegnertypen austeilen. Bei Bosses ist es natürlich ein bisschen mehr. Und bei normalen Gegnern ist es immer so ein bis zwei Striche. Ja. Und das ist erstmal soweit, was Phase ist. Und ja, circa, ich weiß gar nicht, eine Stunde lang, zwei Stunden ungefähr, habe ich dann Metalle gesammelt und ja, damit ich besser vorbereitet war in diesem Kampf, weil, ey, der zieht so viel ab, der Kerl, das ist unfassbar. Aber jetzt haben wir es geschafft, die Mission ist vorbei und wir machen weiter. Thanks to you, our commander Kalbor was rescued. Thank you so much. He sometimes make mistakes, but he is a good reploid at heart. Please forgive him. Kein Problem. So, wir speichern erst nochmal. So, ich habe ja noch ein paar Kristalle eingesammelt und eine weitere 11 gekriegt. Da gucken wir doch mal direkt nach. Da kann ich euch auch mal zeigen, was ich gelevelt habe. Und zwar diese zwei hier. Das sind, also die größeren sind halt welche, die können wir so erstmal nicht einsetzen, bevor wir sie halt nicht gelevelt haben. Und die kleineren, die können wir ja so konsumieren. Die helfen uns halt. Also jetzt hier zum Beispiel Heilung. Und hier kriege ich einen Subtank, wenn ich sie entsprechend gelevelt habe. Nur 70 habe ich gekriegt. Ich scheine keinen großen gekriegt zu haben, sondern eher einen kleinen. I'll help you fight enemies. Okay. Also die grünen sind Unterstützung. Hacker sind zum Beispiel da, um irgendwie die Zeit anzuhalten oder Gegner zu verlangsamen, irgendwas in der Richtung. Und hier ist halt Heilung. Also es gibt halt drei Kategorien. So, und hier, den hatte ich schon gelevelt. Aber das nächste Level, vorher stand glaube ich 3000 da. 2 oder 3000 sind es, glaube ich. Also das ist schon echt heftig, was die brauchen irgendwann. So, ich nehme mir nochmal Heilung mit. Halt. Einen Platz habe ich ja noch frei. I must save those who fall. I get you out of any pit. Okay, nehme ich eh noch mit. So, dann speichere ich hier an dieser Stelle nochmal kurz. Muss nochmal kurz wohin, bin sofort wieder da. Oh, weiter geht es. Wir brauchen als nächstes den Thundership wieder. Begin Mission. Duel in the Desert. You've got a report that enemies are assembling in the desert area. They haven't started their attack yet, but a large scale assault can be expanded. Even though our commanders built barricades and are taking protectures against their attacks, I am still worried. If you don't mind, will you go and help them? Will you accept? Na klar. Diese Dinger, die ihr da seht vor mir, es gibt eine Option, wo man ja Speicherhilfen einstellen kann. Das sind halt kleinere Checkpoints. Finde ich gut, dass ich nicht jedes Mal, wenn ich dann sterbe entsprechend. Es werden Checkpoints zwar im Level gesetzt, aber wenn ich dann ein Continue einsetze, fange ich dann halt beim letzten Checkpoint halt hier an. Und es gibt halt auch immer einen vom Boss. Also, ich habe es mal aktiviert, einfach damit es mir ein bisschen hilft. They are coming at us in large numbers. We hold the final defense. Achso, das kennen wir schon von, bevor ich das Spiel nochmal neu angefangen habe, die Mission.
Mein Z-Saber wurde auch abgegradet, dass ich jetzt den schneller aufladen kann. Explodieren doch. Ich will eigentlich das Ding treffen. So, jetzt. Ich finde diesen Jump immer noch mit dem Z-Saber ziemlich geil. Das hat mir beim Grinden einfach so viel Bock gemacht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Movement Speed, damit komme ich jetzt richtig gut klar, dass das Movement Speed in diesem Spiel hier wesentlich geiler sogar ist als in Mega Man X. Azirus Attacken sind irgendwie schneller und wendiger, für meine Meinung. Metall habe ich schon gefarmt. Theoretisch könnte ich halt auch immer warten, bis welche vorbeikommen und dann dementsprechend Metall farmen. Der Transport Chopper is rapidly approaching. Stay, Lord Zero. Ah, stimmt, jetzt kämpfen wir gegen diesen. Ach, gegen. Ja, genau den. Gegen den hatte ich ja schon mal gekämpft und grandios verloren. Es ist doch auch einer von. X Handlangen. I hear he is a highly skilled Reploid in the Resistance, but never accepted you to be this good. You're amazing, and that is what excites me the most. My name is Pavnir, one of the four guardians of Master X. Now don't let me down, kid. Okay. Ich hab auch durch, Vergessen. Durchs Grinden habe ich jetzt auch noch ein paar Dings bekommen. Ein paar Continues. Der richtigen Schwäche sind die eigentlich voll lame. Ich habe jetzt schon zwei Bosse hintereinander besiegt. Aber es macht doch halt echt Bock, wenn man mehr Lebensenergie hat und nur die Hälfte des Schadens kassiert. Also das Elfen-Upgraden hat schon echt viel geholfen, muss ich zugeben. Also ich kann es auch halt echt nur an euch weitergeben, falls ihr das Spiel noch nicht gespielt habt. Ein bisschen Metalle grinden, die Gegner lassen hier und da mal immer wieder welche fallen und dann einfach wieder in die Area teleporten und dann das Ganze wieder von vorne und dann klappt das schon. I have never been so excited. I'll let you live for a little longer. Make sure that you don't lose before I fight you again. Farewell. Er ist weg. Mission complete. You got a Cyber Elf. Cool. Bin ein Speedster. Nice. War ja auch echt schnell. Thank you, Zero. If our defense line was broken, this base wouldn't last long. Still, I can't believe you wiped out such a large number of enemies. You're a truly legendary hero. Oh, schmeichelnd. Schmeicheln sie mir nicht so. Da kann ich nicht umgehen. Okay. Erstmal auschecken, was haben wir denn für eine Cyber-Elf bekommen. Ich mache das immer gerne an dem
Tanzding hier. Weil da sehe ich halt auch direkt, wenn ich sie feede, welche neuen dabei sind. Ah, guck mal hier. I'll teach you how to run fast. Ah, wird dadurch unsere Geschwindigkeit erhöht. Kostet 1000. Okay. Da ist auch noch was. I can rob out small enemies. Okay, ist auch ein größerer. Das heißt, den verleibe ich mir ein und er hilft mir dann. Also permanent. Aber erstmal hier aufwerten. Erstmal ein nach dem anderen. Okay, da habe ich ja nochmal ein paar gute gefunden. Also es gibt auch noch ein paar, an die ich aktuell noch nicht rankomme durch meinen Skill, den ich habe. So was Springen zum Beispiel angeht oder so. Aber ist nicht weiterhin schlimm, weil ich denke mal, wenn ich noch einige finde, die mir da dem entsprechenden Skill verleihen, wird das schon. So. Jetzt müsste ich doch mal kurz nachschauen. Okay. Ich habe hier so eine kleine Liste, die ich mir angelegt habe, welche Bosse als nächstes kommen. Da das hier nicht so ersichtlich ist, da man ja keinen, wie bei Mega Man X, Bildschirm hat, wo alle Bosse angezeigt werden. Oh. Wir haben nur noch zwei Missionen. Danach geht's wahrscheinlich schon nach Neo Arcadia. Krasser Scheiß. Also wir nähern uns auch schon so ein bisschen gegen Ende des Spiels. Product Factory. Thanks to you, we've gained control of the factory, but I don't think we can hold it forever. Can you go and check on the factory for me? Aber natürlich. This is strange. Our watches are missing. Die Musik ist auch ein bisschen creepy. Hä? Wer ist das denn? You have been doing well. My name is Phantom, one of the four guardians of Master X. Every generation it's legend. However, a lost legend should remain lost. Allow me to show you why. Okay. Direkt schon ein nächster Bosskampf. Was? Hat er gerade Gegner gespawnt? Muss ich dann den richtigen erkennen oder was? Hä? Ah. Sacknase. Er ist schnell. Nani. Müssen den richtigen erkennen und dann. Weil er hat ja noch Energie. Oder ich habe ihm echt viel abgezogen. This can't be true. Still, I have more surprises for you. The bombs I set all over the factory will explode any minute now. And when they do, this factory will be smashed into nothing. Your legend will end, not with a whimper, but with a bang. Was? Ich hab wirklich Zeit? Oh Gott, 3 Minuten habe ich. Before the bombs explode. Evacuate the place, now. Oh Gott, na gut. Gegner gibt's natürlich auch noch. Ich habe halt kaum noch Energie. Gib mir nochmal eine Cyber-Elf. Ja, so ist das. Da oben denn? Ich weiß, dass ich nicht viel Zeit habe, aber ich will das haben.
Das werde ich doch wohl hinkriegen. Nein, das reicht nicht. Okay, ich weiß, wie ich es kriege. Ich mich halt beeilen. Nein! Oh Gott. Ach ja, genau. Wir haben eine Cyber-Elf gekriegt. So, ich glaube, hier jetzt? Ja. Was auch immer das gebracht hat, das hat nichts gebracht. Video Detective the Bombs? Okay. I'll help you. There are 8 regarding of the bombs. Just please don't feel that you have to do this. Die Bomben sind hier, oder was? Naja, 1 Minute 38 ist jetzt auch nicht so. Slash a bomb with your saber and then touch it to deactivate. Retrieve it. Just be very careful. 7 more. Okay. 1 Minute 23, das schaffe ich glaube ich nicht. Zu viel Zeit gelassen. Oh. Shit. Okay. Aber da das Ding jetzt nichts Besonderes war zum Einsammeln, ist jetzt auch nicht schlimm. Hab ich... Ah, krass, okay, diese... Jetzt verstehe ich das System. Diese Speicherhilfe heißt nur, dass ich keinen Continuous verliere, weil ich habe 9. Und 9 ist, glaube ich, das Maximum, was man haben kann. Wie gesagt, die kamen halt durchs Grinden zustande. Manche Gegner haben halt einfach welche fallen lassen. Gut, aber bei meiner Anzahl von Continuous kann ich die Speicherhilfe dann eigentlich auch wieder ausstellen, aber... Ist eigentlich schon gut, weil selbst wenn ich nachher struggle ohne Ende und die Continuous verbrate, ist es gut, das vielleicht noch als Option zu haben. Gut, da oben wird gespeichert. Deswegen, sonst hätte ich wahrscheinlich ein bisschen weiter hinten anfangen müssen. Ich sehe halt nichts, ne? Stellt euch mal vor, es wird jetzt von meinem Continuous abgezogen werden. Wie soll man das denn schaffen? Man sieht ja nichts. Kann ja nicht nach unten gucken. Ach, das, ach, die kann man zerstören, die Dinger. Huch, das wusste ich nicht. Oh Mann, ich hasse diese Strecke. Ja. Es ist halt echt eine doofe Stelle. Da hinten ist noch was, eine Cyber-Elf oder habe ich die vergessen? Ich weiß es nicht. Kümmern wir uns erstmal um die Bomben.
Okay, dann habe ich wohl welche übersehen. Oh. Ah, okay, das ist der... Ja, verstehe. Ich wüsste, glaube ich, wo die anderen noch sind. Also hier war noch eine. Ich glaube, ich muss nochmal zurück dann. Egal, Damage Boost. Okay, two more. Hier war keine mehr. Hier im großen Bossraum war auch nichts. Nee, okay. Guck mal an. Secret found. Ich könnte mir noch gut vorstellen, wo noch eine ist. Hier wahrscheinlich. Hier durch diesen Gang bin ich nämlich nicht durch. Aber hier war keine. I haven't removed all the bombs yet. Okay, das heißt, der Rest muss hier irgendwie sein. Ich gehe nochmal zurück. Wenn ich vielleicht doch irgendwas übersehen habe. Okay, also hier sind keine mehr. Na egal. Ein paar Metalle, obwohl ich habe eh nicht viel. 52. Das ist schon okay. Das heißt, es muss noch hier irgendwo eine sein. Aber wo? 30 Sekunden noch, ja, ich weiß. Deswegen speichere ich hier nochmal und lass mich runterfallen. Ah, okay, da oben habe ich, glaube ich, eine gesehen. Diese Viecher, ey, die gehen mir so auf die Eier. Da so rumhängen. Ja, genau. Liebe es. Das ist ja keine Continuous, ne? Wundervoll. Wäre das nämlich der Fall, dann hätte ich das Level wahrscheinlich nochmal machen müssen, komplett. Inklusive dem Boss halt. Eine mehr. Okay, da ist noch ein Continue, aber... Ach, da ist die! Soll das Ding gehen? Was ist denn das für ein Raum? Jetzt sehe ich halt nichts, ne? Weiß halt nicht, wo die Dinger kommen. Wo die unter mir sind. Okay, dann nehmen wir mal den hier.
kann ich nämlich freiwillig runterfallen und dann... Okay. Es hat gepasst. Aber das war mehr Glück als Verstand. Es erklärt aber immer noch nicht, wie ich da hochkomme. Beziehungsweise da runter. Hier unten. Komme ich denn da hin? Ich verstehe es halt nicht ganz. Ich sehe da überhaupt gar keinen Eingang. Kriege ich das Ding irgendwie von hier? Ah. Ja, und jetzt? Ich kann es halt nicht einsammeln. Damage booste mal hier durch. Verstehe ich nicht. Ich verstehe es halt echt nicht. Ich kapiere halt nicht, wie ich da rankomme. Ich meine, dass ich das Ding hier so raus... bekomme. Okay, eine Sache, aber wie kann ich denn da durch? Ist da irgendwie eine Möglichkeit? Na, so haben wir das gern. Springen von der Wand, wenn da eine Leiter ist, ist halt auch schwierig, weil ich nach oben drücke. Es wird dir auch überhaupt gar keinen Hinweis gegeben, ob du dahin kannst. Oder wie. Ah, okay, an der Säule, da kann ich hin. Das heißt, nach diesem Pluppel hier, muss ich da auf die Säule. Ah, I got it. Fine, thank goodness. I look forward to your safe return, Zero. Mission complete. Okay, haben wir geschafft, nachdem wir die Bomben eingesammelt haben. Destroyer. Zero, I'm so sorry, we are always risking your life. How long do we have to live like this anyway? I'm sorry, I'm kind of desperate. I'll do my best to develop a substitute energy. If we can obtain a substitute energy, we should live happily in a quiet place. Until that happens, I hope.
to have your continued support, Zero. Aber natürlich. So, jetzt speichern wir erstmal. Alter Schwede. Bob-Mission. What's now? Now ist erstmal die Zeit gekommen, aufzuhören und zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen bei Mega Man Zero. Ja, ich glaube, in der nächsten Folge begeben wir uns schon auf unsere letzte Mission und dann geht's nach Neo Arcadia so in die letzten Stages und dann haben wir das auch schon geschafft. Also, dann bis zum nächsten Mal bei Mega Man Zero. Bis dann.